In diesem Video, mein Content im Landwirtschaftssenator, gehen wir mal auf das Thema Grundsteuer ein und ist es überhaupt umsetzbar im Landwirtschaftssenator und wie wird das überhaupt berechnet? Alle Details in diesem Video, los geht's! Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Mein Content mit dem Projekt Hof Nordland GbR hier im LS22, dem Landwirtschaftssimulator. Ja, ursprünglich wollte ich in diesem Video mehrere Themen reinpacken, aber das würde ein bisschen zu lang werden, beziehungsweise das Video würde ein bisschen zu lang werden, so dass ich das in 2 bis 3 Videos aufteilen werde. Ja, in diesem Video geht es um das Thema Grundsteuer im Landwirtschaftssimulator. Und ist es überhaupt möglich, die Grundsteuer im Landwirtschaftssimulator mit einzubinden? Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Dank meines Contents ist es möglich, die Grundsteuer hier mit reinzunehmen bzw. in das Spiel mit einzubinden. Deswegen habe ich mich hier auch hingesetzt und geschaut, wie ich das Ganze hier umsetzen kann. In der Realität muss jeder, der ein Grundstück besitzt, Grundsteuer bezahlen. Also jeder, der ein Grundstück besitzt, ist grundsteuerpflichtig und genau das wollen wir hier im Landwirtschaftssimulator mit umsetzen. Aber wie funktioniert das eigentlich und wie wird das eigentlich mit der Grundsteuer berechnet? Und das schauen wir uns heute in diesem Video mal ein bisschen genauer an. Als allererstes benötigen wir erstmal ein Grundstück. Ja, also ohne Grundstück können wir die Grundsteuer nicht berechnen. Und hier befinden wir uns auf der Ostseeküste im Landwirtschaftssimulator. Und hier habe ich den Haupthof. Ich glaube, das ist der Haupthof hier, den ich hier gekauft habe. Und die Karte weist dieses Grundstück als komplettes Grundstück aus. Ist es aber nicht. Wenn wir aus der Karte rausgehen, erkennen wir, dass es eigentlich 2 verschiedene Grundstücke sind. Also sind auch 2 verschiedene Grundstücke. Da sieht man auch an der Straße, die dazwischen lang läuft, also zwischen die beiden Grundstücke verläuft ja die Straße. Daran sehen wir, dass das 2 verschiedene Grundstücke sind. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen Grundstück A und Grundstück B. Grundstück A wird anders berechnet in der Grundsteuer als Grundstück B. Aber der Reihe nach. Jetzt besorgen wir uns erstmal ein paar Informationen, mit der wir die Grundsteuer berechnen können. Als allererstes brauchen wir hier die Größe des Grundstücks. Also wir müssen wissen, wie viel Quadratmeter unser Grundstück hat. Dann benötigen wir hier den Bodenrichtwert. Den Bodenrichtwert kann man selber ermitteln. Und jedes Grundstück auf dieser Karte hat einen eigenen Bodenrichtwert. Das kann man übrigens mit jeder Karte machen, nicht nur mit der Ostseeküste. Und dieser Bodenrichtwert ist sehr, sehr wichtig, denn das Grundstück kann später an Wert gewinnen. Also wir haben später eine Wertsteigerung des Grundstücks und somit erhöht sich auch der Bodenrichtwert. Und anhand des neuen Bodenrichtwertes erhöht sich auch der Grundstückswert dieses Grundstückes. Ja, also das Grundstück hat dann mehr Wert. Dafür brauchen wir den Bodenrichtwert. Dann brauchen wir den Hebesatz der Gemeinde. Der Hebesatz wird von der Stadt oder Gemeinde immer festgesetzt oder festgelegt. Man kann auch den realen Hebesatz nehmen in der Stadt oder Gemeinde oder Dorf, wo man wohnt. Das geht natürlich auch. Aber man kann auch den eigenen Hebesatz dieser Karte ermitteln. Und das habe ich gemacht. Ich habe den eigenen Hebesatz dieser Karte ermittelt, aber dazu später mehr. Dann benötigen wir noch ein paar Daten, mit der wir die Steuermesszahl berechnen können. Also ohne die Steuermesszahl können wir die endgültige Grundsteuer nicht berechnen. Und in der Fachsprache heißt es, glaube ich, Promille. Und da unterscheiden wir zwischen Land- und Forstgrundstücke. Die werden mit einem Faktor mit 0,55% berechnet. Dann haben wir bebaute Grundstücke, also da, wo zum Beispiel schon ein Haus draufsteht, werden mit einem Faktor mit 0,31% berechnet. Und unbebaute Grundstücke, also die praktisch nackig sind, sozusagen, werden mit einem Faktor mit 0,34% berechnet. Und somit berechnet sich die Grundsteuer mit dem Grundstückswert mal Steuermesszahl mal Hebesatz. Ja, also Grundstückswert mal Steuermesszahl mal Hebesatz
ergibt dann am Ende die jährliche Grundsteuer, die wir hier bezahlen müssen. Nachdem wir jetzt die Grundlage geschaffen haben, können wir jetzt die Grundsteuer bei einem Grundstück mal ausrechnen. Ich habe hier ein Grundstück, was ich für meinen landwirtschaftlichen Betrieb nutze. Also es handelt sich hier um ein Land- und Forstgrundstück, was mit 0,55% berechnet wird. Wir haben hier eine Grundstücksfläche von 20.500 Quadratmeter. Das ist schon eine sehr große Fläche. Der Bodenrichtwert beträgt hier bei diesem Grundstück 16,60 Euro pro Quadratmeter. Der Hebesatz liegt hier bei 350%. Wir nehmen also die 20.500 Quadratmeter mal den Bodenrichtwert 16,60 Euro. Da haben wir einen Grundstückswert von 340.300 Euro. Das ist der Grundstückswert dieses Grundstücks. Dann nehmen wir den Grundstückswert, die 340.300, mal die 0,55, haben wir eine Steuermesszahl von 187,17 Euro. Das ist die Steuermesszahl. Diese wiederum nehmen wir mal den Hebesatz, 3,5, also der Hebesatz ist bei 350%, nehmen wir die 187,17 mal 3,5, haben wir eine jährliche Grundsteuer von 655,10 Euro. Das ist die jährliche Grundsteuer, die wir hier bei diesem Grundstück bezahlen müssen. Nachdem wir jetzt die Grundsteuer für dieses Grundstück berechnet haben, wird es jetzt sehr interessant. Warum? Weil wir jetzt hier bei diesem Grundstück eine Wertsteigerung drin haben. Durch den Schweinestall, den ich hier gebaut habe. Der stand ja vorher noch nicht. Und durch diesen Bau dieses Schweinestalls hat sich jetzt der Grundstückswert, der Bodenrichtwert und am Ende auch die Grundsteuer erhöht. Aber wie berechnet man eigentlich den neuen Bodenrichtwert? Das ist ganz einfach. Wir nehmen einmal die Zahl, die der Schweinestall gekostet hat. Also der Schweinestall hat 164.000 Euro gekostet. Da nehmen wir einmal die 164.000, teilen dies durch die Quadratmeterzahl des Grundstücks, also geteilt durch 20.500, und haben wir eine Erhöhung von dem Bodenrichtwert von 6,43 Euro. Also aufgerundet oder abgerundet, je nachdem. Also von 6,43 Euro haben wir jetzt eine Erhöhung drin. Der vorige Bodenrichtwert lag ja bei 16,60 Euro. Da haben wir jetzt eine Erhöhung von 6,43 Euro. Und da haben wir jetzt einen neuen Bodenrichtwert von 23,03 Euro. Jetzt müssen wir die ganze Chose nochmal neu berechnen. Also nehmen wir wieder die 20.500 Quadratmeter mal die 23,03, also der neue Bodenrichtwert. Da haben wir einen neuen Grundstückswert von 472.115. Also wir haben durch den Schweinestall haben wir eine Erhöhung des Grundstückswertes von 131.815. Ne? Die 472.115 nehmen wir wieder mal die 0,55, haben wir eine Steuermesszahl von 259,66 Euro. Diese nehmen wir wiederum mal den Hebesatz 3,5 und da haben wir eine neue Grundsteuer, die wir jährlich bezahlen müssen, von 908,81 Euro. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich das Grundstück vergrößere. Ja, also wenn das Grundstück größer wird, da müssen wir das dementsprechend auch alles neu berechnen. Der Bodenrichtwert kann aber auch sinken. Das passiert zum Beispiel, wenn ich ein Gebäude abreißen würde. Ich habe hier auf dem Hof die Silos stehen. Und wenn ich die Silos abreißen würde, dann hätten wir hier einen enormen Verlust des Grundstückwertes. Das passiert auf der gleichen Weise. Wir haben hier ein Silo, was noch einen Wert von 389.000 Euro hat. Wir gehen aber immer von dem aktuellen Wert des Gebäudes aus. Also die Gebäude, die altern ja auf der Karte mit der Zeit. Je älter ein Gebäude wird, umso weniger Wert hat es ja noch. Wenn das, oder beziehungsweise wenn meine Silos jetzt schon 10 Jahre alt gewesen wären, dann hätten die ja, als Beispiel 250.000 Euro noch an Wert. Dann gebe ich nicht die 389.000 Euro an, sondern ich gebe dann nur noch die 250.000 Euro an. Ja, also wir gehen immer von dem aktuellen Verkaufswert aus. Aber hier befinde ich mich noch am Anfang der Karte, ne, und deswegen haben die Silos jetzt noch einen Wert von 389.000.
Wir nehmen also die 389.000, teilen dies durch die Quadratmeterzahl des Grundstücks, also durch 20.500, und haben ein Minus von 18,97 Euro Bodenrichtwert. Wir haben vorher durch den Bau des Schweinestalls haben wir eine Erhöhung gehabt auf 23,03 Euro, haben wir eine Erhöhung gehabt. Und durch den Abriss der Silos, das müssen wir natürlich jetzt abziehen, minus 18,97, haben wir nur noch einen Bodenrichtwert von 4,06 Euro. Ja, also ein enormer Verlust, den wir jetzt hier haben. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, also wir müssen das Ganze jetzt neu berechnen, weil dadurch ändert sich ja natürlich auch die Grundsteuer, dann nehmen wir dann die 20.500 mal die 4,06 Euro, also der neue ermittelte Bodenrichtwert, haben wir einen neuen Grundstückswert von 83.230 Euro. Ne? Also wir haben hier dadurch einen enormen Verlust durch den Abriss der Silos. Die 83.230 nehmen wir wieder mal die 0,55%. Da haben wir eine Steuermesszahl von 45,78 Euro. Diese wiederum nehmen wir wieder mal den Hebesatz, mal 3,5. Und da haben wir eine jährliche Grundsteuer nur noch von 160,23 Euro. Ja, also der Grundstückswert sinkt durch den Abriss. Und natürlich müssen wir dann am Ende auch weniger Grundsteuer bezahlen. Und das machen wir dann praktisch mit jedem Gebäude, was wir dann hinterher abreißen. Zum Schluss berechnen wir nochmal die Grundsteuer von dem Grundstück, wo das Haus draufsteht. Und ja, hierbei handelt es sich um ein bebautes Grundstück. Und hier berechnen wir mit dem Faktor 0,31%. Und hier haben wir eine Quadratmeterzahl von 11.400, also ein bisschen weniger. Also hier ändert sich der Bodenrichtwert nicht. Ne? Also hier an dem Grundstück hat sich ja nichts verändert. Hier haben wir nichts gebaut. Hier, das Grundstück hat sich auch nicht vergrößert oder so. Das bleibt bei 16,60 Euro. Haben wir einen Grundstückswert von 189.240 Euro. Ne? Da wo das Farmhaus draufsteht. Die wiederum nehmen wir mal die 0,31% diesmal, weil das ja ein bebautes Grundstück ist. Haben wir eine Steuermesszahl von 58,66 Euro und die nehmen wir wiederum mal die 3,5 und da haben wir eine Grundsteuer, die wir im Jahr bezahlen müssen von 205,31 Euro. Zum Schluss kommen wir jetzt zu den Ackernfeldern und ja, hier müssen wir die Grundsteuer bezahlen und das passiert auf der gleichen Weise, nur mit dem Faktor 0,55%. Weil es sich hier um landwirtschaftliche Nutzflächen handelt. Auch hier kann sich der Bodenrichtwert sich erhöhen oder der kann aber auch sinken. Kurz zum Bodenrichtwert, wie man den am einfachsten ausrechnet. Man nimmt einfach den Wert des Feldes, also bei Feld 11 zum Beispiel 156.224, teilt dies durch die Quadratmeterzahl. Gut, man muss das auch erstmal umrechnen, weil die Felder in Hektar ausgewiesen sind. Muss man die Hektarzahl erst in Quadratmeterzahl umrechnen. Und wir haben hier bei Feld 11 einen Bodenrichtwert von 4,33 Euro pro Quadratmeter. Auch hier kann sich der Bodenrichtwert sich erhöhen, aber er kann auch fallen. Das hängt nach der Wirtschaftlichkeit des Feldes ab. Wie funktioniert das? Ja, nehmen wir mal an, wir verdienen mit dem Feld 11 in 5 Jahren 100.000 Euro. Also ich muss dazu sagen, der Bodenrichtwert, der wird in der Realität alle 5 Jahre neu ermittelt. Ja, und das mache ich hier auch. Ne, alle 5 Jahre. Nehmen wir mal an, wir haben verdienen mit dem Feld 11 in den 5 Jahren 100.000 Euro. Wir nehmen einmal die 100.000, teilen dies durch die Quadratmeterzahl dieses Feldes, durch 36.100, und haben somit eine Erhöhung vom Bodenrichtwert von 2,77 Euro. Also wir haben vorher 4,33 Euro plus eine Erhöhung von 2,77 Euro. Da haben wir einen neuen Bodenrichtwert von 7,10 Euro. Ja, also das ist der neue Bodenrichtwert. Nach der Wirtschaftlichkeit nach 5 Jahren. Dadurch erhöht sich natürlich auch der Wert des Grundstückes und es erhöht sich natürlich auch die Grundsteuer. Wenn wir aber in den weiteren 5 Jahren oder in den nächsten 5 Jahren
noch mehr verdienen, dann erhöht sich weiter der Bodenrichtwert. Wenn wir aber in den nächsten 5 Jahren weniger verdienen, dann sinkt der Bodenrichtwert wieder. Ja, das hängt immer von der Wirtschaftlichkeit des Feldes ab. Auch bei der Pacht wird die Pachthöhe nach der Wirtschaftlichkeit des Feldes berechnet. Aber das ist ein anderes Thema, das behandeln wir dann dementsprechend in einem anderen Video. Achso, mit dem Hebesatz habe ich ja vergessen. Und wie ich den Hebesatz hier ermittelt habe auf der Karte, das habe ich anhand der ganzen Bodenrichtwerte aller Felder ermittelt. Ja, also ich habe hier auf der Karte bei jedem Grundstück den Bodenrichtwert ermittelt und habe dann, beziehungsweise aus den Bodenrichtwerten, die ich hier ermittelt habe, habe ich sozusagen den Durchschnitt davon genommen und so bin ich dann auf die 350% gekommen. Ja, das war's wieder mit diesem Video und jetzt wisst ihr, wie ich mit den Grundsteuern im Landwirtschaftsmatur arbeite. Das funktioniert sehr gut und ist auch sehr gut umsetzbar. Ich wollte ursprünglich ja mehrere Themen in diesem Video packen, aber das wäre ein bisschen zu lang gewesen. Deswegen werden wir die anderen Themen in einem anderen Video behandeln. Da geht es dann dementsprechend um die Gebäudeversicherung, um die Fahrzeugversicherung und um die Versicherung der Gerätschaften. Darum geht es dann im nächsten Video. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr zugeschaut habt, immer schön weiterknüppeln. Und denkt immer daran, jedes einzelne Korn bringt euch nach vorn. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Haut rein und macht's gut. Ciao.